Gut, die Aufnahme läuft. Dann darf ich Sie herzlich begrüßen zu diesem Termin. Und zwar haben wir jetzt eine ganze Menge positiver Sachen gesagt, aber am Anfang über das Thema, wie sich das Ganze in MINT-Bereichen so verhält. Natürlich nicht nur in MINT-Bereichen, sonst bräuchten wir diese Lehrveranstaltungen ja gar nicht zu haben, die sich primär an Lehramtsstudierende ohne MINT dabei fokussiert, auch mit Informatik, aber ansonsten ist es nur freiwillig für Studierende mit einem MINT-Fach, aber Pflicht für Studierende ohne MINT-Fach, beziehungsweise für Studierende mit Informatik. Gut, aber eben nicht nur in MINT, sondern auch darüber hinaus macht das Ganze Sinn. Es macht aber auch Sinn, nicht nur die positiven Seiten zu sehen, sondern natürlich, der Mensch Homo sapiens ist ein sehr imperfektes Wesen und deshalb sind die Sachen natürlich alle nicht so, wie es jetzt idealerweise dargestellt wird, sondern die Realität sieht natürlich schon immer ein bisschen anders aus und darüber möchte ich jetzt mit diesem etwas flapsigen Einführungstitel ein paar Worte verlieren. So, wie gesagt, das ist der Idealfall bisher. Eben Ideen und Werkzeuge. Ideen und Werkzeuge sind ja noch nicht die Realität, sondern sind einfach ja, Mittel für die Realität, um eine möglichst gute Realität zu erzeugen, nicht? Ist halt wie überall auf der Welt auch ein bisschen anders. Da möchte ich eingangs ein Zitat bringen von einem der sicherlich bekanntesten und wichtigsten Naturwissenschaftler des 19., vor allem des 20. Jahrhunderts. 19, also an der Schwelle zwischen 19. und 20. Jahrhundert, Max Planck, nachdem beispielsweise auch die Max-Planck-Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland benannt ist, die Forschungsstätten, die reinen Forschungsstätten, die sich auch der rein der nicht kommerziell orientierten Forschung widmen. Ich glaube, diesen Satz brauche ich jetzt nicht versuchen zu erläutern, der spricht für sich, brauche ich auch sicherlich noch nicht vorzulesen. So zur Einstimmung. Ja, wir haben Selbstheilungskräfte in eigentlich überall, aber auch unterschiedliche Stellen, nicht nur in MINT, sondern auch anderswo, selbstverständlich. Aber man muss auch sagen, auch egal, wo man hinschaut, in welche Bereiche der Wissenschaft, ob jetzt MINT oder anderswo, es könnte sch schneller gehen, alte, sich als falsch herausgestellt habende Einsichten zu ersetzen durch neue Einsichten, nicht? So. Ich werde jetzt einen gewissen, ganz kleinen Ausflug machen in die Wissenschaftsphilosophie. Einen ersten Ausflug haben wir beim letzten Mal schon gemacht mit Karl Popper, der so ein bisschen, würde ich fast sagen, die Grundlagen gelegt hat für die moderne Wissenschaftsphilosophie. Sie ändern sich mit dem Prinzip der Falsifikation. Das hat natürlich viel Widerspruch hervorgebracht. Und eine der wichtigsten Widersprüche stammt von Thomas Kuhn. Ich will hier nicht das Gesamtwerk von Thomas Kuhn hier versuchen zu vermitteln. Dafür gibt es eben hier auch an der TU Darmstadt und auch anderswo Lehrveranstaltungen bzw. Literatur. Das brauchen wir hier nicht zu machen. Das ist auch nicht der Fokus dieser Lehrveranstaltung. Wir sind hier in keiner Lehrveranstaltung über Wissenschaftsphilosophie. Ich habe mir auch bei jedem Thema, wo ich mal kurz einen Ausflug in die Wissenschaftsphilosophie mache, noch Gedanken darum gemacht, also erstmal sozusagen als Kriterium hergenommen, finde ich passende Beispiele zu dem Ansatz, den ich in dieser Lehrveranstaltung fahre. Der Ansatz, den ich hier fahre, ist, das haben Sie ja schon gemerkt, ich versuche möglichst aus dem Leben gegriffene Fallbeispiele herzunehmen. Und da, wo mir das gelingt, wo ich solche Fallbeispiele finde, da thematisiere ich das Ganze dann auch theoretisch, abstrakt. Und da, wo ich so etwas nicht finde, da lasse ich das Thema dann außen vor. Und bei Thomas Kuhn war das so, dass ich erstmal eine ganze Weile mir noch kein Beispiel eingefallen ist, aber dann ist mir ein Beispiel eingefallen, was auf seine Sichtweise sicherlich sehr gut passt und was aus dem Leben gegriffen ist, sodass ich dann Thomas Kuhn dann doch
mit hineingenommen habe. Aber bitte, wie gesagt, es ist nur ein kleiner Schlaglicht auf sein Werk, mehr nicht. Und natürlich auch wieder, wir reden hier über einen Bereich, in dem eben nicht präzise, unmissverständlich und operationalisierbare Sprache so unbedingt möglich ist, so unbedingt gefunden werden kann oder manchmal vielleicht auch nicht gefunden werden soll, weiß ich nicht. Jedenfalls müssen wir hier tatsächlich, ob es uns passt oder nicht, auch eigene Interpretationen anstellen. Und was Sie hier dann sehen werden, ist dann eben zum Großteil durch die Filterbrille meiner Interpretation. Das ist wahrscheinlich unumgänglich, wenn man auf irgendwas Bestimmtes hinaus will. Und ich möchte hier nochmal daran erinnern, dass Sie sich meine Sicht zu eigen machen, ist nicht prüfungsrelevant, ganz und gar nicht. Das erwarte ich überhaupt nicht von Ihnen. Ich werde in der Prüfung überhaupt keine Fragen stellen, um Ihre Meinung zu erfragen, Ihr Urteil zu erfragen, sondern ich werde einfach nur Wissens- und Verständnisfragen stellen, mehr nicht. Sodass also eventuelle Kontroversen zwischen Ihnen und mir, verschiedene Sichtweisen, sich garantiert nicht auf die Note auswirken werden. So, ich habe jetzt hier, Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn nicht, können Sie es nochmal nachschlagen oder in der Aufzeichnung nochmal abhören. Ich habe zwischen Theorie und Weltbild unterschieden. Theorie zum Beispiel in der Physik. Der Formelsatz, wenn man so will, das, woraus man Hypothesen ableiten kann, die man falsifizieren könnte, ja, also Vorhersagen ableiten kann, dass sich das Licht beispielsweise um so und so viel Grad, wenn es so nah an der Sonne vorbeigeht, das Licht eines Sterns, wenn es zu uns kommt, dass dieses Licht, wenn der Stern nah an der Sonne ist, so nah, dass man die Sonne mit speziellen Filtern rausfiltern muss, dass dieses Licht um einen ganz kleinen bestimmten Bruchteil eines Grades verschoben ist zur Sonne hin, weil der Lichtstrahl durch die Gravitation der Sonne gebeugt ist. Diese Vorhersage, ja, das ist so ein Beispiel einer Vorhersage, anhand derer man die Relativitätstheorie, die in diesem Fall die allgemeine Relativitätstheorie, prinzipiell falsifizieren könnte. Allerdings wurde sie dadurch nicht falsifiziert, sondern es war ein weiterer Beleg, denn bis auf die so und so vielte Nachkommastelle waren tatsächlich bei allen bisherigen Experimenten dieser Art, war das Licht tatsächlich so verschoben, wie es die Relativitätstheorie vorhersagt. Ja, das sind die Formeln. Das, was eben auch beim Wechsel zwischen der Physik des 19. und der Physik des 20. Jahrhunderts fast gleich geblieben ist. Die Formeln mussten nur nachjustiert werden. Kleine Korrekturgrößen, Korrekturformeln noch dran gehängt, wenn man so will. Nur das Weltbild vom 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert war ein völlig anderes. Und die Konsequenz daraus war, dass man Weltbilder vielleicht eher so als eine Art metaphorische Verbesserung hier versteht und nicht als die Wahrheit versteht. Der Herr Kuhn kommt allerdings dann doch darauf zu sprechen, dass wir natürlich nicht so ohne weiteres dieses Weltbild abtun können. Wir haben nun mal Weltbilder im Kopf und von diesen Weltbildern hängt es ab, in welche Richtung wir weiterforschen beispielsweise. Ja, also ich hatte das Beispiel genannt, im Weltbild des 19. Jahrhunderts stellte man sich vor, dass die elektromagnetischen Strahlen wie Licht oder Wärme, Infrarotstrahlen oder Röntgenstrahlen und ähnliches oder Radiowellen, dass die sich im luftleeren Raum durch irgendetwas hindurch fortpflanzen, dem man den Namen Äther gegeben hat, was eben substanzlos ist, was keine Reibung erzeugt, nichts, aber ein Fortpflanzungsmedium für elektromagnetische Wellen. Und das hat eben die Forschung dahin geführt, die Herren Michelson und Morley ganz konkret, wahrscheinlich nicht nur die einzigen, Experimente zu ersinnen, mit denen man messen kann, wie schnell sich die Erde durch diesen Äther bewegt, um sozusagen festzustellen, was ist eigentlich diese ruhelose, nein, Entschuldigung, was ist eigentlich sozusagen die Ruhegeschwindigkeit
des Universums, in dem sich dann die Erde bewegt. Diese Vorstellung vom Äther hat diese Forschung da geleitet, und das dramatische Ergebnis war, dass man die Vorstellung von diesem Äther aufgeben musste und jahrzehntelang herumprobieren musste, bis man in Form der Relativitätstheorie wieder eine neue, in sich stimmige Theorie gefunden hat. Also innerhalb eines Weltbildes werden neue Erkenntnisse gefördert, solange die Erkenntnisse in das Weltbild hineinpassen. Außerhalb Sachen, die nicht ins Weltbild passen, die erforscht man auch nicht unbedingt, nicht? Und wenn man sie erforscht, dann ist es oft so, dass das dann auf Widerstand stößt. Ja, also das Weltbild im 19. Jahrhundert, mindestens bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei und völlig separat etwas völlig anderes ist als Tiere, was dann eben sicherlich den Fortschritt behindert hat, in Richtung Evolutionstheorie erst einmal überhaupt, dass es musste so starke empirische Ergebnisse da sein, dass sich der Darwin davon hat überzeugen lassen und dann auch im Nachgang dann auch andere sich haben überzeugen lassen, bis heute nicht die ganze Welt. Wobei ich dazu sagen muss, diese Vorstellung von Evolution, von Entwicklung, dass die Welt nicht statisch ist, sondern sich fortentwickelt, war schon in dieser Zeit gegeben, hat sicherlich auch den Charles Darwin beeinflusst. Gut, so ein Weltbild nennt er Paradigma, und Problem an der Sache ist eben, dass sich dann eine Menge von Erkenntnissen ansammeln, die einfach nicht in dieses Paradigma, in dieses aktuelle Weltbild hineinpassen. Und er zeichnet das nach, dass das sehr häufig so ist, dass diese Erkenntnisse entweder ganz ignoriert werden, dass es dafür auch keine Forschungsmittel bewilligt werden und nichts, oder dass man irgendwie versucht, der Begriff dazu lautet Ad-hoc-Hypothese, dass man irgendwie versucht, mit Herumfrickeleien am Weltbild dann doch noch das Weltbild, das Paradigma zu retten. Dann gibt es irgendwann eine wissenschaftliche Revolution. Da hatte der Herr Kuhn natürlich insbesondere die Revolution in der Physik Anfangs des 20. Jahrhunderts im Auge, mit Relativitätstheorie und Quantenmechanik, sicherlich auch in der Biologie, also von der Religion zur Biologie, wenn man so will, mit der Darwinschen Evolutionslehre, oder auch beispielsweise Entwicklungen wie bei Sigmund Freud in der Psychologie, dass man so langsam erkennt, dass der Mensch nicht wirklich denkt, sondern einfach, dass das Unbewusste praktisch für ihn denkt und dass der Mensch keineswegs so rational ist, wie er sich das vorstellt. Für uns alte Hüte, aber für damals absolut revolutionäre Erkenntnisse, die auch viel Widerspruch herbeigeführt haben, bis hin dazu, dass die Schriften von Sigmund Freud etwa bei der bekannten Bücherverbrennung auch mit verbrannt worden sind. Damals. Vor den Toren der heutigen Humboldt-Universität in Berlin-Mitte. Ja, und wenn irgendwann kommt es dann zu dieser Revolution, und dann wird das Paradigma gewechselt, und dann geht die ganze Sache mit dem neuen Paradigma von vorne. Ja, also was er klipp und klar sagt, ist das, was wir eben gesagt haben, diese Trennung von Theorie und Weltbild, und Weltbild nur metaphorische Erklärung für das, was man eigentlich in der Theorie als Formeln da so hat. Da sagt der Kuhn klipp und klar, und ich denke, da wird man ihm sicherlich recht geben müssen, dass das auch wieder nur geschönt idealisiert ist, dass das ganz in der Wirklichkeit mit realen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dann eben doch eher etwas holpriger, so wie hier auf dieser Folie beschrieben, läuft. Was sind da Beispiele? Ein Beispiel, was immer wieder gern genannt wird und was sicherlich auch der Herr Kuhn besonders vor Augen hatte, war der Wechsel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Geozentrisch heißt eben, egal ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist, es dreht sich das ganze Firmament, alle Himmelskörper drehen sich um die Erde. Und zwar, das hatten wir schon beim letzten Mal herausgearbeitet, zu diesem Weltbild gehört auch dazu,
dass das alles perfekt ist. Und zur Perfektion gehört eben dazu, dass diese Zyklen, die sich um die Erde drehen, perfekt kreisrund sind. Allerdings, hatte ich auch beim letzten Mal schon gesagt, die Planetenbahnen passen nicht dazu. Ja? Wenn man selbst wenn man mit bloßem Auge die Planetenbahn verfolgt, ja gut, nicht mit bloßem Auge, also man muss schon natürlich Messungen anstellen, wo der Planet jetzt um welche Uhrzeit, an welchem Standort am Himmel ist. Aber selbst mit den einfachen Mitteln früherer Zeiten zum Messen kann man schon feststellen, dass wenn man jede Nacht einen Planeten wie Jupiter verfolgt, kann man feststellen, dass die Bahn, die man damit dann am Himmel sozusagen nachverfolgt, dass die unmöglich vereinbar ist mit einer perfekt kreisrunden Bahn um die Erde. Kleine Unterschiede nur, ja, Jahrtausende lang nicht großartig aufgefallen. Also zumindest höchstens irgendwelchen Astronomen oder Astrologen aufgefallen, die jetzt sehr genaue Himmelsbeobachtungen schon in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden aufgestellt haben. Ansonsten fällt das niemandem weiter auf. Und man hat lange versucht, diese Diskrepanzen noch in diesem Weltbild zu erklären, indem man gedacht hat, okay, die Planeten kreisen kreisrund um die Erde, aber sie kreisen dann immer, also was in Wirklichkeit kreist, ist sowas wie ein Mittelpunkt, um den dann jeder einzelne dieser Planeten dann nochmal für sich kreist, also ein Zyklus auf dem Zyklus drauf. Ich werde hier kein Bild bringen, damit ich von vornherein nicht in irgendwelche Urheberrechtsprobleme komme, beziehungsweise ich wollte jetzt auch mich nicht die Mühe machen, da ein Bild zu zeichnen. Sie finden mit dem Begriff Epizykel unzählige Zeichnungen, Bilder verschiedenster Art, aus denen sofort hervorgeht, was damit gemeint ist. So, und das neue Paradigma, das wesentlich besser bis heute auf die Beobachtung passt, ist das heliozentrische Weltbild, dass alle Planeten einschließlich der Erde um die Sonne kreisen, was natürlich nun nicht mehr so richtig vereinbar ist mit der Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist, aber diese Vorstellung hatten ja die Gelehrten schon in der Antike nicht mehr, die Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe sei. Und eben auch diese perfekt kreisförmigen Zyklen hat man aufgegeben, sondern man hat festgestellt, dass Namen wie Newton und Kepler zu nennen, Keplersche Gesetze, man hat festgestellt, dass das eigentlich Ellipsen sind und eine Korrektur aus der Relativitätstheorie, dass diese Ellipsen nicht statisch sind, nicht immer in dieselbe Richtung von der Sonne aus zeigen. Also die Sonne ist in einem der beiden Foci, in einem der beiden Brennpunkte der Ellipse, dass sie nicht statisch ist, sondern ganz langsam durch relativistische Effekte um die Sonne kreist. Gut, das ist das erste Beispiel. Zweites Beispiel. Das ist jetzt das Beispiel, was ich gesagt habe. Ich hätte Thomas Kuhn nicht thematisiert hier in dieser Lehrveranstaltung, wenn mir nicht noch ein Beispiel eingefallen wäre, was aus dem Leben gegriffen ist. Ja. Das ist etwas, was ich noch aus frühen Zeiten selber als Zeitzeuge kenne, dass man sich den Menschen vorgestellt hat, Körper getrennt von Geist. Wenn es körperlich irgendwelche Beschwerden gibt, dann sind das eben rein physiologisch bedingte Beschwerden. Wenn es Magengeschwüre gibt oder Darmprobleme gibt beispielsweise, dann ist das einfach nur beispielsweise durch Bakterien oder was auch immer verursacht, hat aber nichts mit dem Geist zu tun. Und geistige Probleme, seelische Probleme jedweder Art haben nichts mit dem Körper zu tun. Ja, Leib-Seele-Dualismus ist der Begriff aus der Philosophie dabei, dass man sich beides voneinander eigentlich getrennt denkt. Ja, Platon hat das ausgedrückt in Form Soma Sema. Der Körper ist das Grab für den Geist. So ungefähr hat also Platon auf das Leibliche geschaut, offensichtlich. Gut,
Daran kann ich mich noch erinnern. Jetzt stellt man aber immer wieder fest, mit der gesamten medizinischen Kenntnis, die man so hat, dass sich doch viele Befunde nicht wirklich allein aus der Physiologie heraus erklären lassen. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man dann einfach gesagt, wo man das entweder ignoriert hat, dass es doch gar nichts abgetan hat, oder gesagt hat, ach, die Person will sich ja nur vor Arbeit drücken oder so etwas. Ja, an solche Zeiten kann ich mich noch erinnern, dass das vorherrschende Weltbild im medizinischen Bereich war. Inzwischen, und ich kann mich dann auch an diese wissenschaftliche Revolution noch erinnern. Inzwischen hat man ein neues Paradigma, wo ich sagen würde, man kann sich heutzutage vor psychosomatischen Diagnosen gar nicht mehr retten. Also was früher zu wenig war, war heutzutage vielleicht ein bisschen zu viel. Das im medizinischen Bereich vielleicht nach meinem Empfinden ein bisschen zu voreilig mit der Abklärung physiologischer Probleme, dass das beendet wird und man gleich auf was Psychosomatisches tippt. Wobei es ja eigentlich ein Kunstfehler ist, zu früh auf was Psychosomatisches zu tippen, ohne wirklich alle möglichen rein somatischen Ursachen abzuklopfen. Ja, das wäre ein Beispiel, wo ich denke, ich vermute, dass der Herr Thomas Kuhn dem zugestimmt hätte, dass das ein Beispiel für seine Paradigmentheorie ist. Wir wissen es nicht, weil er ist ja auch schon eine Zeit lang nicht mehr unter uns. So, eine andere interessante Sichtweise geht von Karl Popper aus, von dem Thema Falsifikation. Sie erinnern sich, man kann jede Theorie belegen und noch mehr belegen und noch mehr belegen mit immer neuen Experimenten und Naturbeobachtungen immer neue Belege finden oder mit einer nicht ausräumbaren, widersprechenden Naturbeobachtung oder Experiment widerlegen. So, und dem Herrn Imre Lakatosch war das ein bisschen zu vereinfacht. Er nennt das, also er geht davon aus, dass das so einfach nicht geht, sondern skizziert etwas, was meines Erachtens auch sehr gut in unsere Lehrveranstaltung hier hineinpasst, denn es passt sehr gut auf alle Bereiche, in denen mit Statistik gearbeitet wird, was ja sehr, sehr viele Bereiche sind, nicht nur in MINT, sondern auch beispielsweise in Soziologie, Psychologie und so weiter. Und das ist eine Weiterentwicklung von Poppers Falsifikationsprinzip, wo ich sagen würde, das ist meine Sicht, aber ich denke, es ist eine sehr valide Sicht. Das passt dann sehr gut auf solche Fälle, auf solche Bereiche, die wir auch intensiv hier noch in diesem Kapitel besprechen werden. So, er sagt, dass das mit dem Michelson-Morley-Versuch, mit dem man festgestellt hat, dass das Weltbild des 19. Jahrhunderts mit dem Äther nicht stimmen kann, woraus sich dann die wissenschaftliche Revolution mit Relativitätstheorie ergeben hat. Er sagt, dass das eigentlich eher nicht der Normalfall ist, sondern dass der Normalfall ist, dass einzelne Falsifikationen noch nicht ausreichen. Also zum Beispiel einzelne Studien, die das Gegenteil von dem sagen, was bisherige Studien, statistische Studien gesagt haben. Das ist jetzt aber, wenn hier von Statistik die Rede ist, dann ist das immer, dann füge ich das immer hinzu. Das ist nicht dann originär vom Herrn Lakatosch, sondern dass es einen ausreichend großen Überschuss gegenüber dem alten Paradigma gibt. Das passt wunderbar auf Statistik, nämlich dass die Gesamtstudienlage sehr, sehr stark die überwiegende Anzahl, Mehrzahl der seriösen Studien sehr, sehr stark in die eine Richtung, in die neue Richtung zeigt und nur weniger seriöse Studien oder vielleicht nur unseriöse Studien in die alte Richtung zeigt, dass man bisher nicht ausreichend mit seriösen Studien gearbeitet hat, Statistik, nicht seriöse Statistik gemacht hat. Wir werden über seriöse und unseriöse Statistik sehr viel in diesem Kapitel hier zu sagen haben, wo sich dann eben tatsächlich das ergibt, wenn die Studienlage insgesamt eher in eine bestimmte Richtung deutet, dass man dann der Meinung ist, das ist dann wohl die richtige Richtung.
Und er sagt noch mehr, er sagt nicht nur, das ist nicht nur beschreibend, deskriptiv gemeint, was wir da oben sehen, sondern es ist auch normativ gemeint. Er sagt, es soll auch so sein, so ist es auch richtig. Und können wir vielleicht gleich nochmal etwas genauer sehen auf der nächsten Folie. Ich will nur ganz kurz seine Begriffe dafür nennen, also raffinierter versus naiver Falsifikation. Muss man sich nicht zu eigen machen, dass er das so sieht. So, Problem ist erstmal, dass Falsifikationen auch wissenschaftliche Arbeiten sind und dementsprechend dieselbe Problematik haben wie alle wissenschaftlichen Aussagen, nämlich auch prinzipiell, ja, wir von einer wissenschaftlichen Falsifikation können wir nur reden, wenn es auch diese Falsifikation prinzipiell falsifizierbar ist. Ja, also aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Wir haben keinen festen Grund, wo wir sagen können, okay, auf dieser Basis können wir gesichert alles falsifizieren und das ist unser Ausgangspunkt für Falsifikationismus, dafür, dass wir alle Theorien belegen, 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 immer mit immer neuen Belegen dann noch mehr sichern können oder eben durch eine Naturbeobachtung, die nicht wegzudiskutieren ist, oder durch ein Experiment, das nicht wegzudiskutieren ist, widerlegen, falsifizieren können. Ja, das heißt also, dieses Werkzeug des Falsifizierens ist selber falsifizierbar. Das ist das Problem. Das heißt also, durch einzelne Falsifikationen wird man eigentlich nicht, so wie Popper das gesagt hat, im Regelfall nicht. Michelson-Morley mit dem Äther und der Lichtgeschwindigkeit ist mal ein Beispiel dafür, wo man durch ein Experiment gesagt hat, das gesamte Weltbild des 19. Jahrhunderts in diesem Bereich, in das physikalische Weltbild, kann nicht stimmen. Wir brauchen ein neues Weltbild, eine neue Theorie. Aber im Normalfall, sagt Lakatosch, ist das nicht so. Und siehe Statistiken, es ist auch nicht so. Eine einzelne neue Statistik kann nicht alles über den Haufen werfen. Gut, haben wir schon gesagt, warum? Statistische Belege sind nie 100% vertrauenswürdig. Man hat nicht mehr als eine überwiegend in eine bestimmte Richtung weisende Studienlage. Ja, das heißt also auch, wenn eine neue Statistik eine Theorie widerlegt, ja, denken Sie im Bereich Ernährung, ja, es wird immer gesagt, man soll die und die Produkte, die und die Grundbestandteile der Nahrung meiden. Und jetzt gibt es eine neue Studie, die das Gegenteil sagt. Damit ist diese Theorie noch lange nicht widerlegt, sondern es ist eben erst einmal nur eine weitere Studie. Und wenn man jetzt anfängt, viele weitere Studien zu machen und sich anschaut, was ist denn die Gesamtheit aller sehr seriösen Studien, die dazu bisher gemacht worden sind, dann kann man natürlich auch wieder mit einer Unsicherheit behaftet sagen, okay, das wird wohl die richtige Aussage sein. In die Richtung, da wo die meisten, wo die statistischen Bele wo die, wo die statistische Studienlage am ehesten hinzeigt. So, was wir uns aber klar machen müssen, ist, wir reden hier immer die ganze Zeit von zwei verschiedenen Dingen, wo meines Erachtens in der Wissenschaftsphilosophie auch nicht immer so hundertprozentig sauber getrennt wird. Wir haben auf der einen Seite Ergebnisfindung, ja, der gute Archimedes setzt sich in die Badewanne und stellt auf einmal fest, wie man jetzt durch Volumen- und Gewichtsmessung feststellen kann, ob die Krone wirklich aus reinem Gold ist oder mit Silber versetzt ist. Der Herr Kekulé hat sich hingesetzt und geschlafen und hat geträumt, wie das Benzol gar keine normale Kohlenstoffverbindung ist, sondern eine ringförmige. Und Newton ist angeblich der Apfel auf den Baum gefallen, der ihm dann die Erkenntnis von der Gravitation gegeben haben soll und so weiter. Sie kennen diese Geschichten, entweder wahr oder zumindest gut erfunden. Das ist Erkenntnisfindung. Das kann natürlich beliebig aussehen, ja, dass dem Herrn Newton ein Apfel auf den Kopf gefallen ist oder so etwas. Da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ich will nur kurz diesen Namen Paul Feyerabend mal genannt haben für Leute, die sich da tiefer interessieren. Worüber aber beispielsweise Karl Popper vor allem redet und ich denke auch im Nach
Anschließend der Imre Lakatosch mit seinem raffinierten Falsifikationismus, das ist Erkenntnisvalidierung. Ja? Erkenntnisfindung, da macht sicherlich Thomas Kuhn einen wichtigen Punkt, dass das eben auch nicht, dass das eben paradigmengesteuert, weltbildgesteuert ist. Hier geht es um Erkenntnisvalidierung, was allerdings natürlich auch, weil auch wissenschaftliche Falsifikation muss auch falsifizierbar sein, sonst ist sie nach Karl Popper gar nicht wissenschaftlich. Das heißt also, dann würde Karl Popper sich selber widersprechen. Aber hier reden wir von Validierung und es ist wichtig zu verstehen, diesen Unterschied, dass diese strengen Regeln natürlich nicht für die Erkenntnisfindung, sondern nur für die Erkenntnisvalidierung gedacht sind. Ja, ich betone das deshalb so viel, weil das häufig da ein bisschen mal durcheinander geht. So, einen Punkt möchte ich noch ansprechen, nämlich, dass es häufig so ist, man entwickelt ja wissenschaftliche Methoden, nicht? Im MINT-Bereich beispielsweise. Die Mathematik entwickelt einen Haufen von Methoden, mit denen man alle möglichen Sachen modellieren und dann darin Erkenntnisse gewinnen kann. Ja? Das ist ein Beispiel. Die Physik natürlich ähnlich, dann aber mehr in der realen empirischen Welt, alle oder in der Medizin beispielsweise Diagnosemethoden. Und häufig ist es so, dass die Fragestellungen, die man eigentlich haben möchte, die man eigentlich beantwortet haben möchte, nicht unbedingt passend zu den Methoden, die man hat. Ja, Beispiel Intelligenz wieder. Man möchte vieles wissen über Intelligenz als im allgemein verstandenen Sinne. Und alles, was man als wissenschaftliche Methode hat, um Intelligenz überhaupt erstmal zu bestimmen, ist Intelligenz das, was aber eben nur einen gewissen Ausschnitt, und zwar sehr eingeschränkten Ausschnitt darstellt von dem, was man eigentlich unter Intelligenz so alles verstehen möchte und wo man dann halt eine ganze Menge Fragen hat, die man gerne wissenschaftlich bearbeiten möchte. Ja, oft ist es zu teuer, dass mit den richtig, die, Wissenschaft, die richtigen wissenschaftlichen Methoden, denken Sie an Teilchenbeschleuniger, die ganz schnell mal in die Milliarden gehen, als Extrembeispiel. Oder es würde zu lange dauern. Wir haben häufig den Fall, dass wir in der Medizin wissenschaftliche Fragestellungen haben, die man erst dann richtig beantworten kann, wenn eine größere Kohorte jahrzehntelang begleitet und beobachtet worden ist. Ja, das ist nicht nur teuer, sondern sehr langsam. Es gibt Langzeitstudien, aber es sind nur wenige, weil sie eben teuer sind und weil sie eben auch nicht so schnell Erkenntnis bringen. Ja? Es ist ja schön, wenn die Leute in 20, 40, 60 Jahren neue Erkenntnisse haben, dadurch, dass wir diese Langzeitstudie auf die Beine gestellt haben und am Laufen halten. Nur uns bringt es da jetzt zu Lebzeiten dann nicht mehr viel. Jetzt kommen wir auch Wasser in den Wein, nicht? Reale Situation des Wissenschaftsbetriebs. Wissenschaftler, also es mag einzelne Wissenschaftler geben, die im stillen Kämmerlein nur für sich selbst ihrer Wissenschaft frönen, so wie es Maler, Künstler wie Van Gogh gibt, dem es auch egal war anscheinend, ob sich seine Gemälde verkaufen. Aber im Normalfall sind natürlich auch Wissenschaftler nur Menschen, die beruflich irgendwie, die Geld brauchen nun mal, die beruflich irgendwie klarkommen müssen, die vielleicht auch eben nicht nur immer vor sich rumkrebsen wollen, sondern die wirklich auch ein bisschen Karriere machen wollen, die eben entsprechend Reputationen erwerben müssen und Drittmittel einwerben müssen. Ja, in dem Drittmittelantrag muss man wieder schreiben, was man alles so Tolles bisher gemacht hat, sodass die Entscheider dann davon ausgehen, dass man auch in Zukunft vielleicht ganz tolle Sachen machen wird mit den Mitteln, die einem da an die Hand gegeben werden. Ja, das ist eine grundlegende Problematik. Das sind zwei grundlegende Problematiken, eine methodische und dann noch eine, wenn man so will, so psychoökonomische oder sozioökonomische Problematik hier. Und ja, man hat jetzt Methoden und man hat halt einen Hammer, wenn man so will, als Methode. Und
Wenn man halt nichts anderes als einen Hammer als Methode hat, dann ist man dazu geneigt, alles zu Nägeln zu machen. Und wenn das in einer wissenschaftlichen Gruppe viele so machen, dass sie alle nur, dass niemand etwas anderes als einen Hammer entwickelt hat, dass niemand einen Schraubendreher entwickelt hat bisher, dass alle nur Hämmer zur Verfügung haben, dann sind sie auch alle zusammen geneigt, das zu akzeptieren, dass alle Probleme zu Nägeln gemacht werden, dass alle Probleme also so umgebogen, umgedeutet werden, dass sie mit einem Hammer bearbeitet werden können, obwohl das vielleicht gar nicht adäquat ist. Hier eine zweite Metapher, ein alter Witz, der, ich fürchte, leider durchaus ein bisschen auch auf die Wissenschaft passt. Ebenfalls wissenschaftliche Methoden passen nicht zu den Fragestellungen, glaube ich, brauchen sie. Brauche ich nicht weiter hier zu kommentieren. Wir werden später noch hier in diesem Kapitel sehen, dass es durchaus Ansätze gibt, inzwischen schon erfreulicherweise weit verbreitete Ansätze gibt, um dem entgegenzuwirken. Also diese Problematik weitgehend zu entschärfen. Vielleicht nur kurz vorneweg, dass Wissenschaftler auch dann eine was für ihre Karriere tun können, wenn ihre Ergebnisse, die sie rauskriegen, nicht so ganz grundlegend weltumstürzend sind, sondern wenn sie offen oder wenn sie einen Zusammenhang erforscht haben und das Ergebnis ist, es gibt keinen Zusammenhang, solche Sachen, dass man auch damit dann durchaus Karriere machen kann, was natürlich die Versuchung hier irgendwie unseriös zu arbeiten, vielleicht nicht endgültig beendet, aber doch deutlich reduzieren sollte. So, natürlich kann man noch viel zu sagen. Die ganze Wissenschaftsphilosophie könnte man hier in diesen Abschnitt reinpacken, wenn man so will. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Lehrveranstaltung hier, sondern dafür gibt es auch andere Lehrveranstaltungen hier an der Technischen Universität Darmstadt. So, jetzt kommen wir zum Hauptthema dieses Kapitels. Seriös Schlussfolgerungen ziehen. Und ich möchte erstmal eine Übersicht geben. Das sind die Themen in dieser Reihenfolge. Mit diesen Themen werden wir uns hier befassen. Sie sehen eine ganze, wir gehen jetzt hier wirklich ins Eingemachte, richtig an konkrete Problematiken. Bis jetzt waren wir ein bisschen philosophisch geblieben, haben über so Dinge geredet wie Relativitätstheorie und geozentrisches Weltbild und Evolutionslehre. Jetzt werden wir auch mehr wieder Fallbeispiele aus dem realen Leben haben. So, ich gehe jetzt diese Punkte, die Sie eben auf der Überschrift gesehen haben, dann entsprechend alle mal durch und sage jeweils dann ein paar Worte zur Einführung, um einen ersten Überblick zu bekommen. Manche etwas mehr, manche etwas weniger. Fangen wir mit dem an. So, wenn Sie jetzt also vor allem, wenn wir es mit statistischen Studien zu tun haben, aber auch mit so Themen wie Simulationen und Ähnliches, das werde ich dann jeweils sagen. So, Sie haben jetzt also beispielsweise eine statistische Studie. Sie haben eine Erhebung gemacht, eine Umfrage gemacht. Sie haben Probanden in einer medizinischen Studie gehabt oder was auch immer. Oder Sie haben archäologische Ausgrabungen gehabt, und haben da eine ganze Menge, verschiedener Artefakte aus irgendwelchen früheren Zeiten herausgeholt. Also ein Beispiel, was jetzt nicht statistisch ist. Und dann ist es natürlich immer so, dass nicht alles, was Sie rausgeholt haben, wirklich verwertbar ist. Etwa, wenn Sie eine Nutzerstudie für ein Medikament haben, dass, wenn ein Proband die Nutzerstudie mittendrin abbricht, ist es natürlich nicht verwertbar oder Krankheiten hat, die potenziell das Ergebnis verfälschen können und so weiter. So, aber auch, dass Sie werden also Daten weglassen müssen. Mit einer gewissen Grauzone und auch diese Daten können das Ergebnis durchaus auch verfälschen. Sie werden Daten weglassen müssen, Sie werden Daten nicht weglassen dürfen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Aus diesem Dilemma kommen Sie nicht wirklich raus. Ja, also wir reden hier tatsächlich auch in der knallharten, exakten Wissenschaft, soweit man Statistik als exakte Wissenschaft benennen darf oder empirisches Arbeiten überhaupt als exakte Wissenschaft nennen darf. Wir sind da dann durchaus an vielen Stellen, kommen wir in solche Probleme hinein. Gut.
Natürlich ist dann die Versuchung groß, dann diejenigen Daten, die nicht, die das Ergebnis verwässern, dann eher wegzulassen, nicht? So, ich möchte ein Fallbeispiel nur nennen. Die Nummern sind, hatte ich schon mal gesagt, nicht die Nummern hier in diesen Foliensätzen, sondern in dem Buch, aus dem ich hin und wieder Fallbeispiele hernehme. Und das ist tatsächlich das Einführer-Fallbeispiel in diesem Buch. Sie kennen das sicherlich auch im Bereich Ernährung, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Und der interessante Punkt ist, zumindest als ich das recherchiert habe, ich weiß nicht, vielleicht gibt es inzwischen was Neueres, als ich das recherchiert habe, beruhte das Ganze im Wesentlichen auf einer Studie, aber an der auch Daten weggelassen wurden. Und der interessante Punkt an dieser Stelle ist der, nimmt man diese Daten hinzu, verschwindet der Effekt. Ist ein bisschen problematisch jetzt zu interpretieren. Also es kann gute Gründe gegeben haben, dass man diese Daten hat unter den Tisch fallen lassen, weil sie eben wirklich nicht auswertbar sind, aber sie sehen, dass das nicht unbedingt harmlos ist, dass man unbrauchbare Daten weglässt. So, das war es auch schon mit diesem ersten Thema. Das ist ein relativ kurzes Thema gewesen. Da reicht sicherlich ein Fallbeispiel, um die Problematik zu verstehen. Ja, es geht hier nicht darum, die Problematik zu überwinden. Das müssen Sie, wenn Sie selber empirisch arbeiten, in der Forschung oder anderswo, das müssen Sie dann selber leisten. Es geht hier eher darum, Sensibilität zu wecken, auch für Sie als mündige Staatsbürgerinnen, als mündige PatientInnen, als mündige VerbraucherInnen im alltäglichen Leben und natürlich auch in Ihrem Berufsleben, wo ja sicherlich auch häufiger mal Wissenschaft vorkommt in der einen oder anderen Form. So, dieser Punkt wird uns jetzt etwas mehr beschäftigen, Korrelation versus Kausalität. Das ist, also wenn man braucht an einem beliebigen Tag nur in eine beliebige politische Zeitung oder Wochenzeitschrift zu schauen und man findet Beispiele dafür, dass das miteinander offenkundig verwechselt worden ist. Ja, also dieser Fehler wird diese beiden Phänomene miteinander so verwechselt, wird epidemisch häufig gemacht. Pandemisch häufig, würde ich fast sagen. Und deshalb ist es besonders wichtig, das zu verstehen. So, wir fangen erstmal mit dem ersten Begriff an, Korrelation. Was ist das? Wir fangen das erstmal ganz abstrakt an, in mathematischer Formulierung. Gleich werde ich ein paar Skizzen zeigen, die das hoffentlich ein bisschen deutlicher machen. Wir reden immer Korrelation zwischen zwei Variablen. Die nenne ich einfach beliebig, A und B. Das können zum Beispiel, wir werden noch ein Beispiel sehen. Ich nenne vielleicht hier schon ein harmloses Beispiel. Ja, Sie haben Menschen. Mensch 1, Mensch 2, Mensch 3 bis Mensch N. Und A von 1 ist die Schuhgröße von Mensch 1 und B von 1 ist die Körperhöhe von Mensch 1. Ja, dann gibt es für jeden dieser N verschiedenen Menschen ein Paar aus der Schuhgröße und der Körpergröße. Und da kann man sich die Frage stellen, wie korreliert die beiden miteinander sind. Also, dass tendenziell jemand, der eine höhere Körpergröße hat, jemand, der tendenziell eine höhere Körpergröße hat, auch tendenziell eher eine größere Schuhgröße. Das ist jetzt ein harmloses, illustratives Beispiel. Wir werden weniger harmlose Beispiele sehen. So, Korrelation heißt, dass die beiden Größen in einer gewissen, ungefähr Näherungsweise, in einem gewissen Zusammenhang zueinander stehen, nämlich einen linearen Zusammenhang, eine Gerade durch den Nullpunkt, werden wir gleich sehen. Wichtig ist aber erst einmal hier festzustellen, dass es eine ungerichtete Beziehung ist. Ja? A ist mit B korreliert, ist dasselbe wie B ist mit A korreliert. Der Korrelationskoeffizient, also die Stärke der Korrelation von A nach B ist dieselbe wie von B nach A. Es ist völlig ungerichtet. Diese Beziehung im Gegensatz dann zur Kausalität, die eine gerichtete Beziehung von der Ursache zur Wirkung ist. Aber hier bleiben wir noch bei der Korrelation. Wir reden eher von Koinzidenz, wenn wir nicht so viele Datenpunkte haben. Ja, Koinzidenz im Extremfall nur ein Datenpunkt. Ich habe gestern geträumt, dass ich im Lotto gewinne und heute gewinne ich tatsächlich im Lotto. Da würde man sicherlich nicht von Korrelation sprechen, weil wir jetzt eher nur einen Datenpunkt haben.
Und dann eine Koinzidenz, hier solche Sachen dieser Form. Gut. Also, wir haben Korrelation. Wir werden nicht den Korrelationskoeffizient hier definieren. Es gibt auch unterschiedliche Definitionen dazu. Aber das gibt an, wie stark die Korrelation ist, wie nah der Zusammenhang zwischen den beiden Größen an einem linearen Zusammenhang ist, an einer Gerade durch den Nullpunkt, werden wir gleich nochmal im Bild sehen. Und der ist zwischen plus 1 und minus 1. Plus 1 sind sie alle genau auf einer Geraden. Dann haben wir einen positiven linearen Zusammenhang, minus 1, dann haben wir einen negativen linearen Zusammenhang. Und irgendwo zwischen plus 1 und minus 1 ist dann eben beides eingeschlossen möglich. Auch bei 0 kann es einen Zusammenhang geben, wenn wir noch ein Beispiel sehen, aber der ist dann nicht mehr so linear, nicht mehr durch eine Gerade darstellbar. Und wenn wir einen Korrelationskoeffizienten bei der größten Möglichkeit haben oder bei der kleinsten Möglichkeit haben, dann haben wir typischerweise tatsächlich einen linearen Zusammenhang mit Messfehlern. Und das sehen wir jetzt hier. Das ist zum Beispiel ein Korrelationskoeffizient nahe 1. Sie sehen, diese Punkte, das sind die, gehen wir nochmal zurück. Hier diese Datenpunkte, n verschiedene Datenpunkte, jeweils eine Variable mit der anderen verbunden, Körpergröße, Schuhgröße bei n verschiedenen Menschen beispielsweise. Und dann sehen Sie das hier. Hier wäre dann vielleicht die Körpergröße abgetragen mit einem geeigneten Maßstab, Meter, Zentimeter, was auch immer. Hier die Schuhgröße nach einem geeigneten Maß. Und dann kann man für jeden Menschen so einen Datenpunkt, Körpergröße, Schuhgröße hier auftragen. Das gilt jetzt nicht. Ja, ich glaube nicht, dass Körpergröße und Schuhgröße so miteinander korreliert sind. Das kann ich mir kaum vorstellen, aber wer weiß, vielleicht ist es das ja. Aber jedenfalls, wenn Sie so etwas bekommen, was so eng an einer Geraden entlang geht, dann haben Sie wahrscheinlich einen Zusammenhang, der eigentlich echt linear ist, so wie Sie in der Physik häufig haben. Zum Beispiel, Sie gehen unter Wasser und je tiefer Sie runtergehen, umso größer der Druck durch das Wasser. Ja, das wäre eigentlich ein linearer Zusammenhang, wenn Sie den Luftdruck über dem Wasserspiegel nicht mitberechnen. Wenn Sie nur den Wasserdruck hernehmen, je tiefer Sie runtergehen beim Tauchen, umso größer der Wasserdruck. Theoretisch in der Physik ist das ein perfekt linearer Zusammenhang. Die Punkte müssten alle genau auf einer Geraden drauf sein. Aber durch Messfehler sind sie eben nicht genau so im Zusammenhang. Ja, aber es kann aber natürlich auch Fälle geben, wo die Korrelation so stark, so nah bei 1 ist und es ist trotzdem eigentlich nicht so ein klarer linearer Zusammenhang wie beim Thema Wassertiefe und Wasserdruck. Wir haben jetzt eben hier das Beispiel gesehen, was nur im positiven Bereich ist, aber natürlich gibt es auch Variablen, vielleicht nicht gerade die Schuhgröße und die Körpergröße, aber denken Sie an Geld. Geld kann positiv sein als Guthaben oder negativ sein als Schulden. Zum Beispiel dann zum Beispiel Einkommen und Vermögen, jährliches Einkommen und Vermögen könnte man versuchen mal zu korrelieren. Natürlich haben wir dann in beiden auch negative Seiten, naja, ich hoffe mal beim jährlichen Einkommen nicht dauerhaft negativ, aber beim Vermögen können Sie auch Schulden haben, ja, dann könnte man mal schauen, wie stark die Korrelation ist, hat sicherlich schon mal jemand berechnet, weiß ich aber nicht. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass es auch ins Negative gehen kann. Im Gegensatz zu Körpergröße und Schuhgröße kann Geld beispielsweise sinnvollerweise auch negativ interpretiert werden, auch negative Geldbeträge können sinnvoll interpretiert sein als Schulden. Und so sehe etwa ein Korrelationskoeffizient nahe minus 1 aus. Das heißt also genau umgekehrt, je größer die eine Größe geht, umso kleiner die andere Größe und dann ziemlich nah an einer Gerade. Ja. Also je größer, desto kleiner oder hier, je größer, desto größer alleine macht noch nicht unbedingt eine Korrelation aus. Ja. Wenn das viel wilder auseinander hier geht, alles, wenn die Datenpunkte viel, viel weiter gestreut sind, dann ist entsprechend die Korrelation deutlich kleiner. Und wenn es beliebig wild gestreut ist, dann haben wir sie bei 0. Und wenn es dann in die andere Richtung geht,
Wenn die Streuung immer weiter abnimmt, dann haben wir einen Korrelationskoeffizient eher bei minus 1 in die Richtung gehen. So, jetzt Beispiele mit hohen positiven Korrelationskoeffizienten oder negativen. Muss ich mal gucken. Tabakkonsum und Lebenserwartung ist eine negative Korrelation, nicht? Je höher der Tabakkonsum, umso geringer die Lebenserwartung. Ja, ein relativ hoher Korrelationskoeffizient. Relativ heißt, dass das lange bei weitem nicht bei 1, nahe bei 1 ist, sondern eher, ich weiß nicht genau, wo es ist. Aber keine Sorge, wenn Sie viel Tabak konsumieren, dann machen Sie zwar den Bundesfinanzminister glücklich, Stichwort Tabaksteuer, aber Sie haben Ihre Lebenserwartung jetzt nicht so auf null reduziert oder so etwas. Ein bisschen Lebenserwartung bleibt Ihnen natürlich noch. Oder Wohlstand und Ernährungsweise, gesunde Ernährungsweise nicht. Das Wohlhaben der Menschen statistisch im Durchschnitt. Ja, wir reden hier nie vom Einzelfall, wir reden von Statistik, dass im Durchschnitt wohlhabendere Menschen sich auch besser ernähren nach den jeweils üblichen Kriterien. Früher hieß es möglichst viel Kalorien, heute heißt es eher möglichst wenig Kalorien. Wohlstand und Bildung ist durchaus gut positiv miteinander korreliert. Wobei das ein schönes Beispiel ist, wo man sich nicht gleich auf eine Kausalität festlegen sollte. Ja, man sollte nicht sagen, okay, Leute, die reich sind, die können sich bessere Bildung leisten oder Leute, die besser gebildet sind, die können mehr Wohlstand erwerben, sondern natürlich sind die Zusammenhänge sehr viel subtiler und komplexer. Bildung und Ernährungsweise von Menschen, Sie sehen jetzt hier Wohlstand, Bildung, Ernährungsweise bilden so eine Art Dreieck, wo es erstmal unübersichtlich ist, wo die Kausalitäten sind. Ernähren die Leute sich besser, weil sie besser gebildet sind? Wahrscheinlich wird das eine Kausalität sein, aber sicher ist es erstmal nicht. Müsste man erst noch nachprüfen. Erstmal wäre es nur eine Hypothese, dass gesunde Ernährungsweise aus besserer Bildung kommt. Eine sehr plausible Hypothese, aber erstmal nur eine Hypothese. Schuhgröße, Körpergröße hatten wir als Beispiel. Schuhgröße, Bildung von Mensch, Nummer I. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, es ist tatsächlich so, dass hier eine positive Korrelation ist. Ja, je größer die Schuhgröße, umso besser gebildet die Menschen, rein statistisch. Und zwar allein schon deshalb, weil man hier auch Kinder mit rein, wenn man hier noch Kinder mit reinnimmt, deren Schuhgröße ja nun mal typischerweise eher klein sind und deren Bildung auch erstmal nur im wahrsten des Wortes in den Kinderschuhen steckt. Ja, also wenn man Kinder rausrechnet, dann weiß ich nicht, ob immer noch eine ernsthafte Korrelation übrig bleibt, aber zumindest dürfte die sehr viel kleiner sein. So. Was wir uns klar machen müssen, wir haben jetzt am Anfang Beispiele gehabt, wo der Korrelationskoeffizient nahe bei 1 ist, sodass wir dann so die Gerade durchverfolgen können. Aber typischerweise sind so viele Störgrößen, Einflussfaktoren und so weiter drin, dass wir seltenst höher als sowas haben. Störgrößen eben, Kinder müssten herausgerechnet werden in dem Fall, dass möglicherweise der Zusammenhang nicht linear, dass zwar ein Zusammenhang da ist, aber der ist nicht linear, sondern anders geartet. Zum Beispiel, Sie kennen aus der Mathematik und der Physik in der Schule noch Begriff exponentielles Wachstum, denke ich. Das ist nicht linear, sondern stark progressiv, das heißt, steigt immer schneller an, mag ein sehr starker Zusammenhang sein, ist aber kein linearer Zusammenhang und dementsprechend ist die Korrelation auch nicht so besonders hoch. Also zum Beispiel, um das einzuordnen, hier mit dem 0,5. Meines Wissens ist der Korrelationskoeffizient zwischen Rauch- und Tabakkonsum und Lungenkrebs bei ungefähr 0,3. Ja, also das klingt wenig, aber trotzdem ist es natürlich eine sehr starke Lebenszeitverkürzung. Wobei Lungenkrebs nicht die einzige Form der Lebenszeitverkürzung ist, die durch Tabakkonsum entsteht. Ja, und das können wir uns vielleicht nochmal an einem Beispiel ansehen, dass zwar ein starker Zusammenhang besteht, aber nicht unbedingt linear und sich daher auch nicht unbedingt
in einer großen Korrelation aber 1 niederschlägt. Zum Beispiel, Sie wissen, dass Vitamine beispielsweise, die Vermeidung von Vitaminen, dass sie eine vitaminarme Ernährung sorgt für Mangelerscheinungen. Ja, Skorbut, Rachitis und so weiter, was es da so bei Mangel an Vitamin C und Vitamin D so gibt, etwa, da gibt es richtige Krankheiten, die durch Vitaminmangel verursacht werden. Das heißt, mehr Vitamine bedeutet im Prinzip erstmal mehr Gesundheit. Aber man kann natürlich auch zu viel tun. Ab einem gewissen Punkt können Vitamine, soweit ich weiß, vor allem die fettlöslichen, die sich im Fettgewebe einlagern, durchaus anfangen, eher schädlich als positiv zu werden. Hängt natürlich von allen individuellen Unterschieden ab. Und wenn man mehr davon nimmt, dann verschlechtert sich die Gesundheit wieder. Dafür gibt es den guten alten lateinischen Spruch, Dosis Venenum Facit, die Menge macht das Gift. Ja. Wir brauchen ein bisschen Arsen als Spurenelement, um zu funktionieren, aber ein bisschen zu viel Arsen und wir sind tot. Nicht? Die Menge macht das Gift. Bis zu einem gewissen Maß gesund und darüber hinaus ungesund. Und das können wir uns hier ansehen, etwa, ui, dieser eine Punkt ist hier ein bisschen verzerrt, den muss ich mal korrigieren. Wir sehen hier, bis zu einem gewissen Punkt ist Arsen oder Vitamin C oder was auch immer Sie da hernehmen, durchaus positiv korreliert, aber ab da irgendwann fängt es an, eher zu schädigen und deshalb werden Sie eine schlechte Korrelation, Sie haben einen sehr starken Zusammenhang. Ja? Solange Sie nur bis hierhin schauen, haben Sie sogar eine positive Korrelation. Aber wenn Sie den Gesamtbereich betrachten, haben Sie zwar einen sehr starken Zusammenhang, nur er ist eben nicht linear und daher haben Sie keine hohe Korrelation. Ja, solche Sachen müssen Sie sich immer klar machen. Machen Sie sich klar darauf, wenn wir noch zu sprechen kommen, typischerweise kommen bei Studien Korrelationen raus und nicht Kausalitäten. Ja? Also solche Zahlen, die eben durchaus problematisch sind, problematisch zu interpretieren. So, also, jetzt kommen wir in Richtung von Korrelation auf Kausalität. Korrelation heißt tendenziell eine Gerade mit einer ungerichteten Beziehung zwischen A und B. Ja, wenn Sie sich das hier vorstellen, nehmen wir mal ein anderes Beispiel nochmal her, ein bisschen weiter vorne. So, wenn Sie sich vorstellen, der lineare Zusammenhang von x zur y-Achse ist gleich dem linearen Zusammenhang von y zur x-Achse. Machen Sie sich klar, es hat nichts mit der Steigung zu tun, egal wie die Steigung ist. Es ist immer derselbe Korrelationskoeffizient. Entscheidend für den Korrelationskoeffizienten ist, wie weit weg die Punkte von einer Geraden sind, egal wie steil die ist. Nur mit dem Unterschied, bei positiver Steigung haben Sie eine positive Korrelation nahe 1 und bei negativer Steigung hier haben Sie, wenn Sie so ein Bild haben, dass die Punkte so nah an der Geraden sind, haben Sie eine Steigung minus 1, nahe minus 1, eine Korrelation nahe minus 1. So, gehen wir wieder weiter hin. So, also das haben wir gesagt über Korrelation. Kausalität ist jetzt gerichtet von Ursache zu Wirkung. Und das heißt eben auch temporal, ja, erst die Ursache, dann kommt die Wirkung. Ja, und auch wenn wir es vielleicht nicht bemerken, weil es zu schnell nacheinander folgt, aber es ist immer so, erst kommt die Ursache, danach die Wirkung, auch wenn es nur eine Millionstel Sekunde Unterschied ist. Das ist insofern wichtig, weil wir damit schon mal ausschließen können, wenn das in dieser Terminologie hier mit A und B, B kann nicht die Ursache von A sein, wenn die Änderung in B zeitlich nach den Änderungen in A kommt. Also, dann kann es zwar immer noch sein, dass A die Ursache von B ist, oder es kann sein, dass sie beide, keins von beiden die Ursache ist von dem anderen, aber es kann nicht sein, dass die B die Ursache von A ist. So, kommen wir nochmal auf ein Beispiel zurück. Aus dem Bereich, aus dem Leben gegriffen, ja, Kreditwürdigkeit oder auch Kfz-Versicherung oder ähnliches.
Handyvertrag, ob sie einen Handyvertrag kriegen oder nur mit einer Prepaid-Karte eine Prepaid-Karte kaufen dürfen und so weiter. Und das hängt von verschiedenen Variablen ab. Das sind hier so ein paar Beispiele von solchen Variablen, von denen das abhängt. Ich habe natürlich nicht alle Variablen genommen. Ich kenne auch keine, nicht alle. Das ist dann letztendlich auch das Geschäftsgeheimnis der jeweiligen Unternehmen, dass sie das nicht alles offenlegen. So, und jetzt gucken sich diese Unternehmen die Kreditwürdigkeit berechnen, gucken sich die Historie von vielen, vielen Fällen an, von vielen Leuten, die einen Kredit bekommen haben, gucken sich einerseits an, was waren deren Profile, was waren deren Anzahl der Bankkonten zum Beispiel, und auf der anderen Seite, haben die Leute Zahlungsausfälle gehabt, haben sie ihre Kredite immer pünktlich bedient, gab es Verzögerungen, gab es Ausfälle, gab es Privatinsolvenz zwischendurch, und zwischen solchen Variablen und den Zahlungsausfällen wird dann entsprechend eine Korrelation berechnet. Und das, meine Damen und Herren, ist dann der Score, den Sie kriegen bei irgendwelchen Kreditauskunftsunternehmen. Ein Score typischerweise zwischen 0 und 100% oder so etwas. Und da werden tatsächlich einfach, sie werden sozusagen in einen Topf geschmissen, wenn man so will. Ja, es wird verglichen, sie haben vielleicht zwei Bankkonten, sehr ungewöhnlich, meistens haben nur ein Bankkonto. Sie sind laufen kürzlich umgezogen, sehr ungewöhnlich. Sie sind jung, und all solche Sachen. Da wird geschaut, wie sieht es bei denjenigen aus, die diese Eigenschaften auch haben, bei denen das Profil dieselben Merkmale hat. Wenn man feststellt, aha, statistisch ist das bei denen höher, der Zahlungsausfall, das Risiko des Zahlungsausfalls höher als bei anderen, dann wird man ihren Score daraufhin verschlechtern, auch wenn sie gar nichts damit zu tun haben. Ja, sie sind sozusagen mitgehangen. Sie sind in einem Topf drin mit Leuten, die schlechte Risiken waren in der Vergangenheit, von denen man sämtliche Daten hat, sowohl das Profil als auch die Zahlungsmoral. Und wenn Sie da sozusagen ein Profil haben, was darauf hindeutet, dass auch Sie ein schlechtes Risiko sein könnten, dann nutzt es Ihnen gar nichts, dass Sie der perfekte Mensch sind, sondern Sie werden da entsprechend einen schlechten Score kriegen. Ja, Bankkonten zum Beispiel, Anzahl der Bankkonten bisher gesamt, das ist zum Beispiel etwas, wo dann versucht wird, eine Korrelation herzustellen. Wenn jemand mehrere Bankkonten hat, wie stark erhöht sich das Risiko, dass diese Person ein Gesamtzahlungsausfall ist, einfach hergenommen durch Daten von früheren Menschen. Nummer I ist nur ein Mensch von vielen, vielen früheren Menschen, von denen die Daten insgesamt vorliegen, sowohl die Profildaten als auch die Zahlungs-, also wie Profildaten wie Anzahl Bankkonten, als auch die Zahlungshistorie von Krediten. So, dann wird also jeweils die Korrelation berechnet. Und daraus, jeweils wie der Korrelationskoeffizient ist, je höher der Korrelationskoeffizient ist, also je bessere Vorhersagen so ein Kriterium wie die Anzahl der Bankkonten bietet, eben hohe Korrelation bedeutet hohe Vorhersagekraft. Ja? Wenn die Korrelation exakt 1 ist, dann heißt das, wenn Sie viele Bankkonten haben, sind Sie garantiert ein schlechtes Risiko. Hohe Korrelation nahe bei 1 hieße, weiß ich nicht, wie hoch die Korrelation wirklich ist, aber nahe bei 1 hieße, wenn Sie viele Bankkonten haben, dann sind Sie mit großer Wahrscheinlichkeit ein Ausfallrisiko. Dann sollten Sie einen entsprechend schlechten Score kriegen. Und wenn man sich das für jedes Kriterium anschaut, dann kann man eben die Kriterien gewichten. Welche Vorhersagekraft hat die Anzahl Bankkonten? Welche Vorhersagekraft hat das Alter? Welche Vorhersagekraft haben die Einkommensverhältnisse und so weiter und so fort? Und das ergibt dann den letztendlichen Score zwischen 0 und 100. Tja, wenn Sie halt in dem falschen Topf drin sind sozusagen, aber eigentlich der perfekte Rückzahler von Krediten sind,
haben sie halt Pech gehabt. Denn es geht hier, denn es kann ja nicht mit Kausalität gearbeitet werden, es kann ja nur mit Korrelationen gearbeitet werden. Es ist ja nichts anderes zur Verfügung. Es gibt ja gar keine anderen Daten. Es gibt gar keine Daten, um irgendwie eine Kausalität festzustellen. Es gibt nur Daten, um eine Korrelation festzustellen. Allerdings gibt es einige Bereiche, wo man dann durchaus ein bisschen weitergehen kann, wo man durchaus hin zur Kausalität kommen kann. Auch hier Kfz-Versicherungsprämie, ja, das hängt davon ab, auch davon ab, in welchem Landkreis Sie wohnen, mit demselben Auto, mit demselben Alter, mit derselben Unfallhistorie. Können Sie in dem einen Landkreis mehr Versicherung zahlen müssen als im anderen Landkreis, weil halt in dem einen Landkreis mehr Unfälle passieren, teurere Unfälle passieren als im anderen Landkreis, etwas salopp gesagt. Ja, eben auch solche Korrelationen. Und wenn Sie dann im falschen Landkreis wohnen, haben Sie auch wieder Pech gehabt, dass Sie höhere Kfz-Versicherungsprämie zahlen müssen. Was es aber inzwischen häufig gibt, noch nicht so richtig in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, ich denke in den USA ist es sehr stark verbreitet, dass sie da einen kleinen Spion von der Versicherung im Auto haben, natürlich einen elektronischen Spion, so etwas wie ein Fahrtenschreiber, der einfach alles aufzeichnet, was wesentlich sein könnte, ja, für ihr Fahrverhalten, wie riskant ihr Fahrverhalten ist. Auch nicht alles. Natürlich kann so ein Fahrtenschreiber nicht alles messen. Das wäre viel zu aufwendig. Da müsste man diesen Fahrtenschreiber ja richtig tief in die Elektronik des Autos integrieren. Vielleicht gibt es das auch noch mal irgendwann. Vielleicht gibt es das auch jetzt schon, weiß ich nicht. Aber jedenfalls so ein kleiner Spion, der wie ein Fahrtenschreiber fungiert und ihr individuelles, persönliches Fahrverhalten kontrolliert. Und sodass also ihr nicht, wo nicht der Landkreis der gewichtige Punkt ist und auch nicht ihr Alter oder ihre PS-Zahl, sondern ihr tatsächliches Fahrverhalten. Das heißt also tatsächlich der Schritt von der Korrelation zur Kausalität. Natürlich nicht ganz, weil nicht alle Leute, die schneller fahren als erlaubt oder die öfters mal stark abbremsen, nicht alle diese Leute haben hohes Unfallrisiko. Ja, auch da können Sie natürlich wieder Pech haben, dass Sie zwar einen sportlichen Fahrstil haben, aber trotzdem sicher fahren. Keine Ahnung, also vielleicht stellen Sie sich das auch nur vor, dass Sie trotzdem sicher fahren, trotz sportlichem Fahrstil. Aber auch hier wieder wird nur der sportliche Fahrstil gemessen und nicht, ob Sie wirklich unfallfrei fahren. Natürlich kommt auch die Unfallhistorie wieder rein, versteht sich. Aber wir sind dann ein gutes Stück näher an der Kausalität dran als in diesem traditionellen Modell. Ein Beispiel aus der Informatik möchte ich da nehmen. Auch hier wieder sehr problematisch, Verwechslung oder was heißt Verwechslung? Man ist sich vielleicht wirklich bewusst, dass Korrelation interpretiert wird als Kausalität. Nur man wird wenig dagegen machen können, außer das ganze System abzuschaffen. So, Sie finden zum Beispiel in den USA, ist es gang und gäbe, dass Gerichte, wenn sie über Parole, also Begnadigung, vorzeitige Entlassung zu entscheiden haben, dann spielt natürlich die Rückfallgefahr, das Rückfallrisiko eine große Rolle. Und es ist gang und gäbe, dass sie also heutzutage nennt man das künstliche Intelligenz. Wir werden noch auf den Begriff künstliche Intelligenz in diesem Kapitel zu sprechen kommen, aber sicher nicht mehr heute. Dass sie da, es ist gang und gäbe, dass sie da, dass Gerichte erst einmal eine Software befragen, wie diese Software die Rückfallgefahr einschätzt von diesem Straftäter, der vorzeitig entlassen werden möchte. Und dann bekommt man wahrscheinlich auch wieder irgendwas raus von 0 bis 100, von 0 bis 1, von 0 wie keine Rückfallgefahr bis 1 wie absolute Rückfallgefahr oder so etwas. Problem daran ist, also das sind immer kommerzielle Produkte. Die sind nicht staatlich entwickelt, werden auch nicht offengelegt, wie die funktionieren. Das sind alles Geschäftsgeheimnisse.
Problem daran ist, dass Eigenschaften wie Hautfarbe und Geschlecht dabei eine ganz große Rolle spielen, nämlich dass man bei dieser Software kaum Chancen hat, wenn man die Merkmale farbig und männlich hat. Warum? Ja, weil es unter farbigen männlichen Straftätern nun mal eine sehr hohe Rückfallquote insgesamt gibt. Aber das ist auf Sie, auf Ihren Einzelfall, wenn Sie darunter fallen würden, wenn Sie im Gefängnis sitzen würden in den USA und farbig und männlich wären, wäre das für Sie persönlich ja erstmal noch gar keine, hat ja mit Ihnen gar nichts zu tun, dass andere farbige männliche Straftäter hohe Rückfallgefahr haben. Ja, Sie sind ja Sie und nicht die anderen. Aber weil eben doch Korrelation berechnet wird, unter anderem korreliert mit Hautfarbe und Geschlecht, werden Sie mit großer Sicherheit eine negative Prognose von dieser Software bekommen. Es ist keine Kausalität. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Deshalb habe ich hier mutmaßlich geschrieben. Aber ich denke, man kann sicher davon ausgehen, dass da keine Kausalität dahinter ist. Problem an der Sache ist das Gericht ist ja immer noch frei, selber die Entscheidung zu treffen. Aber wenn die Software eine negative Prognose gibt, ja, und Sie als Richter oder Richterin entscheiden dann doch zugunsten dieses Delinquenten, weil sie das so im Näschen haben, weil ihr Bauchgefühl ihnen sagt, dass das eigentlich ein ganz lieber Mensch ist, ja, und dieser Mensch macht dann hinterher doch gleich wieder eine Straftat, ja, dann sieht es ganz böse natürlich für Sie aus, ja, und vor allem in den USA, wo Richter nicht wie bei uns Beamte auf Lebenszeit sind, sondern typischerweise auch gewählt werden also zum Beispiel die Bezirksrichter werden ja im jeweiligen Bezirk von den normalen Wählern gewählt. Und die werden sicherlich jemanden, dem sowas anhängt, nicht nochmal wieder wählen. So, damit haben wir erst einmal viel gesagt über den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Ich möchte jetzt was sagen. Wir haben Ihnen gesagt, die Kausalität ist eine gerichtete Wirkbeziehung, ja, von A nach B oder von B nach A. Die Frage ist, wissen wir immer die Richtung, die richtige Richtung? Und das möchte ich an einem Fallbeispiel klar machen, dass das erstmal sehr häufig überhaupt nicht klar ist, was eigentlich die richtige Richtung der Kausalität ist, ob von A nach B oder von B nach A. Ich hatte gesagt, okay, es ist auch eine temporale Beziehung, die Ursache kommt vor der Wirkung, aber oft genug kann man den zeitlichen Zusammenhang gar nicht vernünftig oder gar nicht messen. Und deshalb schauen wir uns das jetzt mal an. Anhand eines Beispiels, wir haben wieder mehrere Menschen, viele, viele Menschen. Probanden aus irgendeinem Experiment oder aus einer Beobachtung, aus statistischen Daten irgendwelcher Art, Grad an Gesundheit des Menschen in irgendeiner Form gemessen. Das kann so Marker sein wie Blutdruck und Diabetesanfälligkeit und so weiter oder ganz harte Marker wie Anzahl der bisherigen Herzinfarkte oder so etwas oder oder eher schwache Marker wie Ernährungsverhalten und Tabakkonsum, ja, irgendwas, wo man der Meinung ist, das hat sehr viel zu tun mit der Gesundheit eines Menschen. Idealerweise natürlich nicht nur ein solcher Parameter, sondern viele, die irgendwie so ein Gesamtbild hoffentlich von der Gesundheit einer Person geben. So, und das andere ist, das kann man durch Fragebögen versuchen zu erfassen, wie optimistisch oder pessimistisch ein Mensch eingestellt ist. Ja, wir reden also von einer gewissen Anzahl von Menschen, von einer hoffentlich großen Anzahl von Menschen. Wir messen irgendwie, wie gesund die Menschen sind. Wir messen irgendwie durch einen Fragebogen, wie optimistisch oder pessimistisch die Menschen sind. Und dann gibt es immer wieder die Aussage oder Studienergebnisse, dass die Gesundheit und Optimismus positiv miteinander korrelieren. Ich möchte gleich dazu sagen, Wasser in den Wein, dass es auch andere Studienergebnisse gibt, aber nehmen wir das mal als Wahrheit her. Nehmen wir mal an, es stimmt, dass die Gesundheit und der Optimismus von Menschen korrelieren. Die Frage ist, wo ist da die Kausalität? Und wenn das ganze Thema kommt ja eigentlich nur, ist nur dadurch populär,
dass sie eine ganze Menge Ratgeber haben. Dass es eine ganze Menge Ratgeber gibt. Ja, wenn Sie in einen Bahnhofskiosk gehen, dann sehen Sie eine ganze Abteilung von, oder auch hier in Darmstadt im Luisencenter in die Buchhandlung gehen, dann sehen Sie ganze Regale voll mit Lebensratgebern. Und da finden Sie auch den einen oder anderen, der Ihnen sagt, Sie sollen optimistisch durchs Leben gehen. Und dann bleiben Sie länger gesund oder so etwas. Ja. Wobei mir nicht ganz klar ist, wie man das schaffen soll, optimistisch durchs Leben zu gehen, wenn man eher pessimistisch eingestellt ist. Aber dafür bieten diese Ratgeber dann auch noch irgendwelche Leitfäden an. Ob diese Leitfäden durchführbar sind und zielführend sind, sei mal dahingestellt. So, worum es hier geht, ist, offensichtlich gehen diese Ratgeber aus von der Kausalität von B nach A. Je optimistischer, wenn man durch Optimismus ergibt sich Gesundheit. Ja, von B nach A. Aber wenn man sich das mal genau angibt, eigentlich wäre das Umgekehrte erstmal plausibler, nicht? Leute, die vor Gesundheit strotzen, da kann man eigentlich erwarten, dass die optimistischer durchs Leben gehen als Leute, die ewig am Schwächeln und am Kränkeln sind. Also diese Kausalität wäre erstmal plausibel. Es kann auch sein, dass wir werden noch von auf Scheinkorrelation zu sprechen kommen. Es kann auch sein, dass es nur eine Scheinkorrelation ist, dass weder von A nach B noch von B nach A eine Korrelation da ist. Aber wenn es überhaupt eine Korrelation zwischen eine Kausalität da ist, Entschuldigung, aber wenn es überhaupt eine der beiden Kausalitäten ist, dann doch wahrscheinlich eher diese, nicht? Aber letztendlich kann ich das nicht genau sagen. Es ist nur wichtig, das hier als Fallbeispiel zu sehen. Lassen Sie sich nicht einfach, wenn da eine Korrelation ist, lassen Sie sich nicht einfach eine Kausalität aufschwatzen. Ja? Fragen Sie immer nach, ist das wirklich die Kausalität, die hinter dieser Korrelation steht? Oder ist nicht eine andere Kausalität vielleicht plausibler? Und die einfachste Möglichkeit ist erstmal zu schauen, drehen Sie doch einfach mal um. Ja? Wenn hier steht, optimistisch zu sein, um gesund zu werden, also Kausalität von Optimismus nach Gesundheit, dann drehen Sie doch einfach mal die Kausalität um. Wie klingt das denn von Gesundheit nach Optimismus? Klingt doch eigentlich plausibler. Ja? Das können Sie sehr häufig, das können Sie einfach durch Blick in irgendwelche Medien, Online-Medien, ja, Online-Auftritte von Qualitätsmedien, überall schauen. Sie werden noch und nöcher Berichte von Studienergebnissen finden, von statistischen Studienergebnissen wie solchen hier. Und Sie werden dann typischerweise, ist meine Erfahrung, eine Kausalität da drin finden. Zum Beispiel in Form eines Ratschlags, machen Sie doch das und das, dann passiert das und das, dann steckt da so eine Kausalität drin. Und drehen Sie einfach mal die Kausalität um und überlegen Sie sich, ob die Kausalität nicht vielleicht plausibler sein könnte. So, es geht dann natürlich auch noch nicht nur, es ist nicht nur, es ist, das hier eben ist nicht eine ausschließendes Oder, nicht? Kein Exklusiv-Oder. Es ist nicht entweder A nach B oder B nach A, sondern es kann auch beides sein in einer Art Teufelskreis. Zum Beispiel kann es durchaus beide Kausalitäten geben. Von je gesünder, umso optimistischer, je optimistischer, umso gesünder, das ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, wir haben einen sich selbst verstärkenden Regelkreis und wenn der negativ ist, nennt man ihn ja meistens auch, sagt man ja auch, man ist in einem Teufelskreis gefangen. Kann auch mehr beinhalten, zum Beispiel hier. Die Erderwärmung sorgt dafür, dass das Eis stärker abschmilzt, an den Polkappen vor allem. Ergibt, dass die Sonneneinstrahlung weniger. Also weniger Eis und Schnee ergibt geringe Reflexion der Sonneneinstrahlung zurück ins Weltall. Und geringe Reflexion, also es bleibt mehr Sonnenenergie in der Atmosphäre, bedeutet wieder eine stärkere Erderwärmung. Ja? Also so ein Teufelskreis oder neutral, so ein Regelkreis kann durchaus eine lange Kette von verschiedenen einzelnen Punkten, einzelnen Variablen enthalten und dementsprechend schwer zu durchschauen sein. So, ich hatte eben gesagt, wir kommen auch auf Scheinkorrelationen zu sprechen. Eben hatten wir den Fall A und B, zwei Variablen A und B und entweder eine Kausalität von A nach B oder eine Kausalität von B nach A oder auf der letzten Folie beides, eine Kausalität von A nach B und von B nach A. Aber ich hatte schon gesagt, es gibt auch noch einen anderen Fall, dass weder von A nach B noch von B nach A eine Kausalität ist.
Und das ist der Begriff Scheinkorrelation. Sie sind zwar korreliert, das ist wichtig, das habe ich, glaube ich, auch noch mal auf der Folie, dann, die mir es geschrieben habe, ich sage es lieber noch mal hier. Scheinkorrelation ist ist ein etwas unglücklich gewählter Begriff. Ja, es ist nicht so, dass da scheinbar eine Korrelation ist, sondern die Korrelation ist echt. Es ist nur eine scheinbare Kausalität. Ja, also A und B sind tatsächlich korreliert. Aber weder A nach B noch B nach A trifft so. Wie kann sowas passieren? Entweder, da werden wir ein paar Fallbeispiele gleich sehen, dass wir eine Hintergrundvariable haben oder dass sie zufällig tendenziell parallel verlaufen. Wenn zwei Variablen in der Zeit wachsend verlaufen, ja, beide wachsen, das Wirtschaftswachstum, die Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und die durchschnittliche Schuhgröße in irgendeinem Entwicklungsland oder oder durchschnittliche Körpergröße wachsen beide parallel, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, die Körpergröße wächst, weil die Leute besser ernährt werden. Bruttoinlandsprodukt von Deutschland wird hoffentlich auch weiter wachsen. Dann sind die beiden miteinander korreliert, auch wenn da überhaupt keine Kausalität ist, einfach weil sie zeitgleich tendenziell parallel verlaufen, beide in dieselbe Richtung. Oder wenn es in umgekehrte Richtung wären, wäre es dann halt eine negative Korrelation. So, aber erstmal kommen wir zum Fallbeispiel mit einer Hintergrundvariable. Da möchte ich ein klassisches Beispiel hernehmen, beziehungsweise der eigentliche Punkt ist jetzt nicht so klassisch, sondern ist erst vor gerade mal 15 Jahren entdeckt worden, untersucht worden. Es gibt ein sehr klassisches Resultat von Max Weber, den man mit einigem Recht so am Anfang als sozusagen den Anfangspunkt der Soziologie sehen kann. Andere sehen wiederum andere Leute als Anfangspunkt der Soziologie. Der hat unter anderem erstmal festgestellt, dass Protestanten wohlhabender sind als Katholiken in seinem Datenmaterial in Deutschland. Und halt nochmal zurück. Und er hat dann sich Überlegungen angestellt, was das wohl mit der Religion zu tun haben könnte, dass es Protestanten ein höheres Arbeitsethos haben und so weiter und so fort. Er hat eine ganze Theorie darauf ausgebaut. So, im Jahr 2008 haben sich Wissenschaftler vom IFO-Institut in München mal die Daten angeschaut und festgestellt, dass es da eine Hintergrundvariable gibt, nämlich den Bildungsgrad, dass die Protestanten im Durchschnitt besser gebildet waren damals als die Katholiken. Sie müssen sich vorstellen, damals war Wohlstand und Bildung in Norddeutschland viel weiter verbreitet als in Süddeutschland. Süddeutschland, das war so das arme Gebirge. Norddeutschland, das war die Öffnung zur Welt, die alten Hansestädte, Kaufleute und so weiter und so fort. Ja, also deutlich anders als die Situation heute. Was dort festgestellt wurde, ist, dass dass Protestanten im Durchschnitt besser gebildet waren als Katholiken und dass diese Hintergrundvariable das vollständig erklärt. Das heißt also, wenn man einfach den Bildungsgrad mit dem Wohlstand korreliert, dass das schon eine so starke Korrelation ist, dass man die Religionszugehörigkeit rausstreichen kann, ohne das Ergebnis zu verfälschen. Ohne das Ergebnis bis auf so ein kleines bisschen zu verfälschen. Ja, das ist, denke ich, ein gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, das ist jetzt ein Beispiel mit vollständiger Erklärung durch eine Hintergrundvariable, jetzt mit teilweise Erklärung, Wohlstand und Alter. Wenn Sie in irgendein Land der Welt schauen, wahrscheinlich wird es Ihnen nicht gelingen, irgendein Land zu finden, wo das nicht so ist. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es so ein Land, aber ich wüsste es erstmal nicht. Aber zumindest etwa in Deutschland ist Wohlstand, wie Sie wissen, ungleich verteilt. Hochgradig ungleich verteilt. So, wenn Sie jetzt aber die einzelnen Alterskohorten, die einzelnen Jahrgänge sich anschauen, dann stellen Sie fest, innerhalb der Jahrgänge ist der Wohlstand deutlich weniger
ungleich verteilt, sondern es ist auch eine Frage des Alters, was jetzt auch nicht ganz überraschend ist, dass sich im Laufe der Zeit durch Erwerbstätigkeit oder durch Erben oder wie auch immer dann ein gewisser Wohlstand ansammelt, wenn man älter ist. Und wenn man das Ganze jetzt nicht verjuckst, verjubelt, verliert, dann, sondern zusammenhält, dann wächst der Wohlstand halt im Laufe des Alters. Aber das ist natürlich auch nur teilweise. Natürlich gibt es in jeder Alterskohorte, in jedem Jahrgang auch weiterhin eine Ungleichverteilung, aber eben deutlich gedämpft gegenüber der Gesamtungleichverteilung. Ja, also wenn Sie wieder etwas über Arm und Reich in Deutschland lesen, dann denken Sie an solche Effekte. So, das ist ein interessanter Fall. Das ist USA, also ganz konkret USA, aber wahrscheinlich gibt es das auch in anderen Ländern. Und zwar, wir reden von Kindern ungefähr, glaube ich, Größenordnung 6 oder 7 Jahre oder so. Das will ich mich rechnen. Nageln Sie mich da nicht fest. Vielleicht sind es auch 8, 9 Jahre erst. Auf jeden Fall junge Kinder, bei denen ein Jahr Altersunterschied noch ein gigantischer Unterschied ist. Das wird jetzt wichtig sein. So. Und um festzustellen, welche Kinder jetzt in besondere Programme aufgenommen werden sollen zur Sportförderung, gibt es einen festen Stichtag, wo alle Kinder eines Jahrgangs dann den gleichen Test durchlaufen. Plus minus derselbe Tag in jedem Jahr. So, und was wir jetzt herausfinden, interessanterweise, ist, dass die einzelnen Sternbilder der Kinder unterschiedlich positiv da abschneiden in diesem Test. Das heißt also, und zwar immer wieder, ja, also es ist kein Zufall, sondern da ist System dahinter. Da ist eine systematische Struktur dahinter. Woraus man natürlich den Schluss ziehen könnte, dass die Astrologie doch recht hat, ja, dass die Sternbilder etwas aussagen. Aber natürlich ist der tatsächliche Erklärung die, wenn alle Kinder nicht am selben Tag ihres Lebensalters, ja, nicht alle an ihrem Geburtstag beispielsweise getestet werden, sondern alle am selben Tag des Jahres, dann ist das Lebensalter der Kinder gespreizt auf ein ganzes Jahr, was natürlich in diesem Alter eine große Rolle spielt und natürlich korreliert ist dann mit den Sternbildern, wo sich ja 12 Sternbilder über das Jahr hindurch verteilen. So, dann sind wir an dieser Stelle jetzt durch. Die Zeit ist um. An dieser Stelle möchte ich dann die Vorlesung anhalten, also die Aufzeichnung stoppen. Moment.